ist mein Leben. Wir sind schon über 15 Jahre alle zusammen. Wir sind durch dick und dünn gegangen, meine Verletzungsserie 4 Jahre am Stück, wo ich gar nichts machen konnte. Beim Grappling ist mir die Schulter rausgesprungen, das Knie kaputt gewesen, Innenbandriss. Ja, es war eine sehr schwere Zeit, so 4 Jahre, wo ich dann nichts habe machen können. Seit ich denken kann, bin ich Leistungssportler, ob ich Fußball gespielt habe oder das hier gemacht habe. Und jeder, der Leistungssport gemacht hat, der weiß, wie es ist, wenn man das nicht machen kann. Das ist das große Thema daran. Und ich wollte immer und das war falsch in dem Moment. Ja, na klar, jeder Kämpfer hat ein Ziel. Ich habe es bis jetzt, mein Ziel habe ich nicht gewusst, weil ich nicht gewusst habe, wie der Kampf ausgeht. Aber natürlich, ich will um den Titel kämpfen. He's down! Great shot, elbow, and the finish! Christian Eklund, what a finish! Aus Frankfurt, der unglaubliche Christian Eklund! Und wenn er vorbei muss, dann geht er schon zu Boden! Und hier ist der Kampf von Grieber, Blitz-K.O. Power, die Christian Eckeling hier mitgebracht hat, einfach zu viel für ihn. Oh, nice to go. That hurt him. The knee to the stomach hurt him. Perfekt getroffen. Das war am Anfang ganz schön schwer, muss ich sagen, weil am Anfang gab es keine Erfolge. Das war wie auf der Stelle getreten. Der Daniel, mit dem bin ich ja schon über 15 Jahre zusammen, mit Nils Schlegel. Die anderen sind dann später dazugekommen, aber die haben mich immer gepusht. Die wissen, was ich kann. Das ist dann, die haben gesagt, das ist egal, das geht immer weiter. Und dann nach einer Zeit, dann kam das. Dann war es einfach, wo du gedacht hast, ja, jetzt bin ich wieder da. Damit muss man halt auch erstmal umgehen können. Ne? Das ist das... Das Größte daran, dass man im Kopf klar bleibt. Viele denken dann, boah, was ist denn mit mir los? Nee, da habe ich auch nie dran gedacht, weil ich habe gewusst, ich weiß, was ich kann. Und wenn ich das abrufe, dann wird das sehr, sehr schwer, egal wer da ist. Wie fühlst du dich denn jetzt, nachdem du ja so lange es dir, ich habe auf Deutsch gesagt, scheiße ging, immer wieder verletzt warst, dich zurückgekämpft hast, wieder verletzt warst, zurückgekämpft, wieder verletzt, jetzt endlich mal so einen Lauf zu haben und da zu sein, wo du eigentlich hingehörst? Aber gut, das ist jetzt alles passiert. Damit komme ich klar und werde auch in der Zukunft nicht klarkommen. Das Wichtige ist, dass man dann aufsteht, die Krone richtet und weitermacht. Wir freuen uns auf den ersten Titelkampf des heutigen Abends zwischen Christian Eckerlin und Nihat Nazufovic. Beide jede Menge Dampf in den Fäusten, jede Menge K.O.-Power. Seitdem du zurück bist, die letzten 4 Kämpfe, hast du abgerissen ohne Ende. Der letzte Kampf in München war ausnahmsweise mal kein K.O., aber trotzdem eine absolut heftige Leistung mit einer gebrochenen Hand, das muss man dazu sagen. Harte Rechte, eingeschlagen hier. Christian Eckerlin kämpft hier nach der ersten Runde mit einer gebrochenen Hand. So, genau das ist der Grund, warum ich MMA so liebe. Hier kann alles passieren. And you, Middleweight Champion of the TNC! Christian Eckerlin!